Kommst du manchmal beim Spielen von Rhythmen durcheinander auf deinem Instrument? Ich möchte mit dir heute mal über Rhythmus reden. Und zwar möchte ich mit dir über den Bewegungsablauf beim Streichen, der übrigens bei jedem Streichinstrument gleich ist, ne? Deswegen kann man das wirklich auf alle Instrumente anwenden. Ich möchte dir mal zeigen, wie der Bewegungsablauf am Instrument dir helfen kann dabei, rhythmisches Gefühl zu bekommen. Und am Ende, bleib mal dran bis zum Schluss, dann zeige ich dir eine felsenfeste Methode, mit der du jeden Rhythmus, und zwar wirklich jeden Rhythmus, am Instrument aufdröseln kannst und herausbringen kannst, wie du ihn wirklich spielst. Bleib dran, nach dem Intro geht's los. Du kennst doch bestimmt den allereinfachsten Rhythmus. Naja, der einfachste Rhythmus ist der gleichmäßige Rhythmus, der geht einfach so hin und her. Ne? So. Das kannst du sofort nachmachen, da ist überhaupt nichts dabei. Ja? Was du dabei merkst, ist, wenn du immer den gleichen Impuls gibst, dann geht das absolut gleichmäßig. Ne? Oder so. Das kannst du einfach so laufen lassen. Das hat für sich seine Form, da brauchst du nichts ändern. Eher machst du was kaputt, wenn du dran was änderst. Ja? Also, lass es einfach so laufen. Schau mal, und bei Rhythmen haben wir es in der Regel damit zu tun, dass Noten in verschiedenen Verhältnissen zueinander stehen und ein sehr oft vorkommendes, und ich würde sagen mal das meist vorkommende Verhältnis ist das Verhältnis 1 zu 2. Das heißt, du hast eine Note und du hast dann eine andere Note, die doppelt so lang ist oder vielleicht auch nur halb so lang. Ja? Aber das ist das Verhältnis 1 zu 2. Guck mal, wenn du jetzt mal unseren Bogenstrich von eben anschaust, dann hast du doch immer in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Strecke zurückgelegt. Ja, also lass es mal Viertel gewesen sein. Ja, und dann hast du halt so eine Strecke hier. Sagen wir mal, es ist ungefähr die Hälfte des Bogens. Guck mal, wenn du jetzt dieses Verhältnis 1 zu 2 hast, ja, stell dir mal vor, du hast eine halbe Note und zwei Viertelnoten. Ne? Dann hast du zuerst eine lange Note und dann zwei kurze. Wie stellt sich das auf dem Bogen dar? Ganz einfach. Die lange Note bekommt doppelt so viel Bogen wie die kurze Note. Von hier nach dort ist es bei der gleichen Geschwindigkeit zwei Schläge, also eine halbe Note. Und dann machst du zwei einzelne Noten, also diese Viertelnoten, und die bekommen halt dann nur die Hälfte des Bogens. Und wenn du das beherzigst und mit dem Bogen einfach gleich schnell bleibst, dann kommt da der schönste Rhythmus raus. Ich zeig's dir mal. Daraus ergibt sich halt, dass du die lange spielst und dann bist du hier in der oberen Hälfte, machst da zwei kurze und dann wieder eine lange und machst wieder zwei kurze. Man nennt es auch den Wechselstrich übrigens. Ne? Einfach mit dem Bogen immer gleich schnell spielst, hast du jetzt auch eine Sicherheit darüber, dass das auch wirklich in dem Verhältnis im Rhythmus stimmt. Siehst du, so einfach ist das. Du kannst also deine Gewohnheit der Bewegung dafür ausnützen, Rhythmen zu kriegen. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt genauso, ne? Also. Hast du jetzt auch gerade im Notenbild gesehen, wie das aussieht, ne? Dasselbe Prinzip, schau mal, und nach dem gleichen Prinzip funktionieren Viertel und Achtel, funktionieren Achtel und Sechzehntel oder es funktionieren so Ganze und Halbe, weil es immer dieses Verhältnis 1 zu 2 ist. So einfach ist es im Prinzip. Bei schnelleren Noten geht es halt dann insgesamt um kleinere Bogenmengen. Ne? Und da machst du halt dann, sagen wir mal, das Achtel so und das Sechzehntel halt noch weniger, ne? Dann kommt das Gleiche raus. Und trotzdem hast du tatsächlich den gleichen Rhythmus, nur eben schneller gespielt.
Merkst du das Prinzip, ja? Jetzt gibt es noch eine andere Aufteilung, die ist die nächsthäufige Aufteilung, würde ich sagen. Das ist die Aufteilung 1 zu 4. Die ist nicht so ganz einfach. Guck dir mal das hier in den Noten an, da hast du dann eine halbe Note und 4/8 Noten. Jetzt könntest du zählen innerlich, ne? 1, 2 für die halbe Note und dann sagst du 3 und 4 und für die Achtel. Ne? Also 1, 2, 3 und 4 und. Also so kannst du es dir mal herleiten, ja, für dein Sprechen. Aber wir wollen das jetzt auch wieder uns mit der Bogenmenge anschauen. Lass uns mal die halbe Note wieder auf dem, auf dem ganzen Bogen stehen, ja. Wenn du jetzt dann Achtel spielst, dann könnt ihr natürlich nicht den halben Bogen bekommen. Ne? Da würdest du ja viel zu schnell streichen müssen. Ja? Sondern die bekommen jetzt davon eben auch nur die Hälfte. Ja? Das heißt, es wird sich hier um so einen 10 cm Bereich handeln. Ja? Ich zeig's dir mal. Wenn du es anders machen würdest, dann würdest du jetzt forcieren, viel Bogen zu nehmen, und weil du denkst, oh, schnelle Noten haben viel Action, aber du siehst, die Sache wird rhythmisch unpräzise. Ja? Nimm also wirklich nur diese kleine Menge Bogen. Ne? Diese Striche, die ich dir jetzt gezeigt habe, das sind Striche, die immer mit der gleichen Bogengeschwindigkeit funktionieren. Ja? Da hast du deine Pendelbewegung, die geht immer so oder so. Ne? Und dann ist es halt mal kleiner und dann ist es mal größer. Ja? Leider funktioniert das nicht immer so. Zum Beispiel hier im Dreiertakt, guck dir mal dieses Beispiel an. Jetzt hast du eine halbe und ein Viertel. Wenn du das spielen willst, dann brauchst du doch für die, denn einen Abstrich mehr und kommst nur halb zurück. Was machst du denn, wenn sich die Sache fortsetzt? Du kannst ja nicht noch weiter streichen, weil der Bogen ist ja irgendwann zu Ende. Hier gilt die Devise, dass man dann der zweiten Note eine andere Geschwindigkeit geben muss mit dem Bogen. Ja? Also du musst dann wirklich zählen hier 1, 2, 3 und schaust, dass du bei 3 wieder zurückkommst. Ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hilft dir einfach das innerliche Zählen, ne? Dass du dir einfach klar machst, zwei Schläge und einen zurück. Du fährst mit dem Zug die Strecke in einer halben Stunde und in einer Viertelstunde zurück. So kann man sich es auch vorstellen. Ne? Das geht halt dann einfach zurück doppelt so schnell. Ne? Das Umgekehrte gibt es auch. Hier schaust du dann, dass du bei der ersten Note weit streichst, damit der auch genügend Platz hast auf dem Bogen. Das ist also ein ungleicher Strich. Ja? Sehr oft finden wir gleiche Striche in der Musik, manchmal auch ungleiche Striche. Das muss man sich klar machen, aber dann wird man über den Rhythmus schon klar. Ja? Guck mal, ich zeige dir mal einen recht komplizierten Strich. Den siehst du hier. Einer meiner Lehrer hat den mal Amsterdam-Strich genannt. Ja? Das ist nämlich so, dass wenn du den Rhythmus wirklich durchspielst, eine punktierte Viertel, ein Achtel und ein Viertel, dann ist es vom Rhythmus so, als würdest du Amsterdam, Amsterdam sprechen. Ja? Und dieser Strich, weil er aus drei Tönen besteht, die haben zwar unterschiedlich viel Bogen, aber nach drei Tönen, wenn du den Rhythmus wiederholst, geht die Sache umgekehrt wieder zurück. Also ist es insgesamt doch wieder ein ausgeglichener Strich. Ich zeig's dir mal. Hier machst du es wirklich so, dass die längste Note den meisten Bogen bekommt. Dann gehst du ein bisschen zurück und dann streichst du mit der letzten Note den Rest. Hast du es gesehen? Eigentlich ist es ein ausgeglichener Strich. Bei dieser Gelegenheit. Bei Bogenbalance gibt es einen Grundlagenkurs, bei dem du Noten lesen lernen kannst und gleichzeitig erfährst, wie du sowohl von der Melodie her als auch vom Rhythmus das, was du in Noten liest, auch wirklich umsetzen kannst. Es geht also darum, dass du
das, was du liest, innerlich hörst und dir vorstellen kannst. Ganz unabhängig vom Instrument, das ist auf alle Instrumente gemünzt, also auf Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass. Du lernst für die Instrumente die Noten und wie gesagt, dein rhythmisches Gefühl wird dabei mitgeschult. Wenn du möchtest, klick doch mal hier auf diese Infokarte. Auch unten im Video ist es gezeigt und am Ende des Videos zeige ich es dir auch in einer Endkarte. Da kannst du dir das mal anschauen, diesen Kurs. Es könnte dich weiterbringen. So, aber was machst du, wenn du jetzt aus den Noten heraus gar nicht eine Vorstellung haben kannst, wie dieser Rhythmus eigentlich klingt? Und das ist das, was ich dir jetzt am Ende dieses Videos zeigen will. Schau dir mal dieses Beispiel an. Oh herrje, was haben wir denn da? Da haben wir also Achtel, dann haben wir Sechzehntel, dann haben wir ein Viertel und dann ist das ist wieder mit der gleichen Note ein Achtel gebunden, also ein Haltebogen, dann wieder Sechzehntel, dann wieder sowas. Viertel und Achtel zusammengebunden, dann wieder Sechzehntel. Wie soll denn das jetzt wohl klingen? Guck mal, jetzt wollen wir hier mal eine kleine Rechenaufgabe anstellen. Wir überlegen uns mal als erstes, was ist der kleinste Notenwert? Was ist die schnellste Note da drin? Na, klar, die Sechzehntel, ne? Und wenn du dir jetzt mal überlegst, wie lang sind denn die anderen Noten im Verhältnis zu dem Sechzehntel? Schauen wir mal, die erste Note ist ein Achtel. Klar, macht zwei Sechzehntel, ne? Wissen wir. Ja? Dann kommt ein Viertel. Wie viele Sechzehntel sind das? Vier Sechzehntel. An dieses Viertel ist wieder eine Achtel dran gebunden, also nochmal zwei Sechzehntel. Das heißt, diese lange Note hat insgesamt sechs Sechzehntel. Ja? Und dann kommen wieder zwei einzelne Sechzehntel und dann kommen wieder sechs Sechzehntel F. Und dann kommen wieder zwei einzelne und dann kommen wieder sechs Sechzehntel. Jetzt haben wir es mathematisch schon rausgebracht. Aber was nützt uns das? Guck mal, jetzt lassen wir mal unsere eingeübte Gleichmäßigkeit walten. Also du erinnerst dich ja hier. Mit der Pendelbewegung hast du die schönste Gleichmäßigkeit. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt die langen Noten einfach gleichmäßig als lauter Sechzehntel spielen? Das heißt, du spielst die erste Note in dem Beispiel zweimal. Die nächsten beiden Sechzehntel spielst du ganz normal einfach, ja? Und dann kommt die lange Note. Und da spielst du dann einfach sechs Sechzehntel. Ja? Und dann klingt das Ganze in diesem Beispiel so. Das war's schon. Das ist übrigens ein kleines Beispiel aus einem Stück von Camille Saint-Saëns für Cello. Nur so ein ganz kleiner Ausschnitt, damit du mal hier beispielsweise sehen kannst, wie das so etwas funktioniert. Guck mal, und jetzt hast du tatsächlich schon mal den richtigen Rhythmus gespielt, einfach weil du dich hier richtig eingezählt hast auf den Rhythmus. Ich zeig's dir ruhig nochmal. So, was fängst du jetzt damit an? Wenn du das jetzt als lange Noten spielst, kannst du das ja innerlich zählen, ja? Kannst du das zum Beispiel 1, 2 zählen, ja? Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja? Was du auch machst, oder du sagst Tick, Tick, oder wie du es auch machen willst, versuch's mal. Ich mach's mal mit Tick, Tick, ja? Tick, Tick. So habe ich mir selber mein Metronom gesprochen, könnte man sagen, ja? Und habe jetzt einfach so lange durchgehalten, wie die ich vorher mit den Sechzehntel gespielt haben. Und du hast auch gemerkt, der Rhythmus war jetzt auch gleich. Schau mal, damit habe ich den Rhythmus tatsächlich aufgedröselt und herausbekommen, wie es klingen kann. Das kannst du so buchstäblich mit jedem Rhythmus machen. Es ist natürlich schon klar, dass dieses jetzt nur ein paar ganz rudimentäre Beispiele waren. Aber vielleicht hast du gemerkt, dass du dein Bewusstsein auf die Bewegung bringen kannst und damit
sehr viel leichter an Rhythmus herankommst, als wenn du nur einfach in diese Noten schaust und denkst, wie lang muss denn das sein? Bringe es mit deiner Bewegung konform und Rhythmen werden funktionieren. Und am Ende haben wir ja gesehen, wie du auch Rhythmen, die du vom Hören her noch nicht verstehst, aufgrund deiner Bewegungen herausbringen kannst. Ich hoffe, dieses Video hat dir etwas gebracht, es hat dir Spaß gemacht. Wenn du möchtest, dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder.